Bin ich besoffen? Also machen wir weiter. Schnapp mir die Peaches. Headshot. So, willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part von Far Cry 5. Ich wollte hier nach oben hin die Seiten wechseln. Und dazu würde ich am besten die Schnellreise einfach benutzen, oder? Absprung habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Ach, das müsste echt nicht sein. Koop. Du kannst einem Gegner mit Hilfe irgendwas. Oh, hoppla. Wingsuit eigentlich. I believe I can fly. Find ich geil. Und Köpfe. Obacht, Deputy. Ich habe gerade gehört, dass der Trailerpark von Kultisten umstellt ist. Sie glauben, dass wir den Überläufer entführt haben und werden alles tun, um ihn zu befreien. Unsere Leute sind umzingelt. Du musst eingreifen, schnell. Okay. Jetzt hätte ich gerne meinen lieben kleinen Freund, meinen kleinen Freund. Ach. Das da war's. Den kann ich eigentlich rausschmeißen oder habe ich gerade gar niemanden? Yay, mein Hündchen. Oh Gott. Ach fuck. Nein. Oh, danke schön. Wie kannst du es wagen? Okay, das könnte sein, dass es ein bisschen viele sind. Finde ich schön, dass sie dafür echt jetzt? Manche sterben schon, wenn man den in die Hand schießt. Der stirbt nicht, nachdem man ihn in die Brust geschossen hat. Hören Sie das? Habe ich ja weniger. Oh, mein kleiner Doggy Dog. Ich habe vergessen eigentlich, wie heißt mein Hund? Boomer. Ich habe da auch ein paar Vorteilspunkte. Wo könnte ich dir ein bisschen extra leben? Verfügbare Punkte. Fahrzeugstopper. Kugeln für Fahrzeuge. Mehr Schaden zu. Klappt am besten mit panzerbrechenden. Ich habe keine panzerbrechende Munition. Schaff Platz für mehr Gegenstände. Darunter bist du 5. Das Laufwerk jetzt funktioniert auch in Arcade. Ja. Trage mehr Gewehre und Kaliber 50 Meter mit dir. Funktioniert auch in Arcade. Ah, genau. Du kannst 4 Waffen. Tut das schon nicht schlecht. 4 Waffen. Da fällt mir gerade ein. Benutzen wir das mal gleich. Obwohl ich wahrscheinlich schon die meisten gekillt habe. Hm, trifft den Anführer. Easy. Ah, da ist die Rüstung, man sieht sie rechts. Ja, die geht ja übel schnell runter. Jungs, ich habe alles erledigt. Alles erledigt. Hier sind wir wieder im Geschäft. Ist das der Überläufer? Der sieht nicht. Der sieht echt aus, es wird. Der sieht eher echt so aus. Ich hätte vielleicht eine andere Waffe als die Schwurflinte nehmen sollen. Ich
Ja. Ich glaube, ich gehe mal gleich hier. Okay. Dass die jetzt einfach so reinlaufen, hätte ich nicht da. Ach ja, hier schauen noch ein Hintereingang. Übertreib doch. Boomer, tut mir leid. Ich kann Boomer jetzt gerade nicht zurückholen. Entlassen. Du kommst auf jeden Fall mit. Und ja. Scharfschütze. Ja, du bist krank. Du bist eine kranke Sau, du kommst auch mit. Keine Schrotflinten erlaubt. Aufstehen. Ja. Oh. Keine Bewegung. Oh, ich habe gerade nur das Ticken gehört. Shit. Oh, jetzt kommen die von hinten. Ja, super. Na, das habe ich gerade gebraucht. Beiseite, Penner. Perfektes Blech. Oh, schön. Danke für die Unterstützung, Herc. Kann mal irgendeiner die wiederbeleben? Mein Bären zum Beispiel? Komm schon, Cheeseburger, du schaffst das. Kopf, aufstehen. Tatsächlich, ohne die beiden. Oh, übertreib doch gleich deine. Aufstehen. Bitte schieß nicht mit Raketen hier drin. Du hast wirklich viel für mich getan. Danke für die. Warte, ich nehme das Gewehr. Ich habe so viele Widerständler zusammengerufen wie möglich. Ihr trefft euch in der Nähe der Anlegestellen. Tragen? Sie dürfen mich nicht kriegen. Ich kann hier nicht bleiben, Amigo. Was? Können wir mal einen noch Feuerschutz geben? Bring den Überläufer zu ihm. Ich sehe einen! Jesus war geil! Ich hätte gerne bessere Pistole gerade. Und mit den Bären und so ist schon einiges angenehmer. Das nennst du ein paar Widerstandskämpfer. Drei Leute. Okay, der hat zumindest eine MG hier. Wo ist der? Herr, wo ist der? Oh Gott, wieso liegt der im Wasser? Ich sag dazu nichts.
Hinterständler zusammengerufen wie möglich. Ihr trefft Auge euch juckt. In der Nähe der Anlegestelle. Auge juckt. Auge juckt. Ich hätte ein weiteres Magazin kaufen sollen für die Waffen. Minimum. Bitte, vergib mir. Sei ruhig. Ich will nichts von dir hören. Er hat meinen Bären. Geleid, also nicht wirklich. Okay. Ja. Nicht kriegen. Ja, ja, dürfen wir nicht. Keine Sorge. Nee, nochmal werde ich ihn nicht ins Wasser werfen. Danke, Bär. Ich hab nichts zum Heilen. Hilfe. Ich kann auch nicht rennen. Ich will mich irgendwie gut verstecken. Wer knallt meinen Bären ab? Habt ihr das gesagt? Was ist denn ein Ende? Wir kümmern uns um den Rest. Naja. Mach das. Okay, jetzt gehen wir drauf. Jetzt genau so und jetzt ablegen. Jetzt einfach so abknallen. Die andere Fange hinzuhalten, das ist der rechte Pfad. Gut gemacht, Deputy. Wir haben bewiesen, dass wir auch in die Irre geführte umarmen können. Und weitere werden folgen. Du hast jede Aufgabe gelöst, die ich dir gegeben habe. Nun wird dich der Herr führen. Wenn du das nächste Mal in Falls End bist, suche die Kirche auf. Für ein Gebet ist immer Zeit. Easy. Die Seiten wechseln. So. Jetzt habe ich ein bisschen was angezündet. Nicht schlimm. Ich könnte noch... Oh Gott. Jetzt gibt es hier noch zwei Hauptmissionen. Echt? Jetzt mit wem denn? Gibt es ja mehr Hauptmissionen, als ich dachte. Da gibt es noch irgendwas. Sieh nach Kim. Ah, okay. Belohnung. T-Shirt. Stimmt, ich habe, glaube ich, meine Klamotten noch nie gewechselt. Schon schlimm, muss ich sagen. Schon schlimm. Na, ich glaube, ich fliege jetzt zum Puma. Ich will den fucking Puma haben. Absprung. Puma. Wehe, jetzt labert mich der Tote voll. Jacob. Wingsuit. Ist machbar. Machbar, würde ich sagen, oder? Über den See und dann noch ein Stückchen auf dem Berg. Kann man zumindest die Aussicht mal genießen hier. Ah, und dann kann ich auch mal da hoch. Obwohl, ich sollte wahrscheinlich eher durchfahren. Das wäre wahrscheinlich schlauer, weil ich dann so alles entdecken kann. Okay, ich habe leider was Falsches gedrückt. Und werde hoffentlich nicht wieder ganz woanders. Oh. Oh, schöne Glöckchen. Du kamst, um Antworten zu finden. Möge der Pfad die Wahrheit enthüllen. Ja, zumindest mal was Neues. Wo bin ich gelandet? Echt jetzt so weit?
Ja gut, dann nehme ich das Fahrzeug. Das nächstbeste. Könnte mal die Leute feuern. Weil die mir eher auf die Nerven gehen, was zu helfen. Leute entlassen. Nur nicht, was ich nicht auch tun würde. Naja, man kennt sich. Den Puma kriegen wir heute, glaube ich, noch. Oh cool, hier ist so ein Traumfänger. Dein Ernst? Rennst du von mir weg? Was geht ab? Hey Deputy, in der Gegend wurden Judges gemeldet. Sie dürfen nicht zu Perkins. Wir brauchen ihre Ergebnisse, wenn wir Jacob besiegen wollen. Was? Sehen wir mal nach, ob es hier gut geht. Ah, neue Hauptmission. Mehr oder weniger. Dr. Sarah Perkins, ja. Davor war das nicht da. Aber trotzdem. Ja, schießt mir den Plan. So, Anleger. Parkplatz an, entdeckt Anleger. Ach Mann. Steig aus. Ach, da kommt noch wer. Tut er das? Hm. Beginnt ganz gut hier. Ohne dich würde ich jetzt. Nein! Der eine redet, der andere hat Angst. Wie geht's dir? Danke. Ich hab angeblich tummeln sich eine Menge Boote der Sekte im Drummond. Hallo? Angeblich tummeln sich eine Menge Boote der Sekte im Drummond. Der klaut die Waffe. Wahrscheinlich transportieren sie so ihre Drogen durchs County. Das sollte unser nächstes Ziel sein. Ah, schön. Wieso unser nächstes Ziel? Was hast denn du mit mir zu schaffen? Aber schön, dass ich jetzt so einen Platz gefunden habe. Ah, Mann, ich hasse es. Achso. Das ist ein Gebiet. Easy. Easy. Och, Rechtskurve. Ich verstehe nicht, wieso die erstmal von mir wegrennen. Ist ja nicht so, als würde die. Die sollten ja bei dem stehen. Auf den würde ich ja behutsamer schießen. Echt jetzt? Du hast. Ich hab den Typ nicht. Ich hab den Gegner nicht gesehen. Der hat jetzt echt jetzt. Die Geisel. Erst auf die Geisel als auf mich geschossen? Ah, so ein verdammter Gepanzerter. Ach komm schon, ich will nur den Puma. Aber die ganze Zeit Leute retten. Ich weiß, du kennst die Geschichten über mich. Wer bist du überhaupt? Du bist schon eine Drogensüchtige. Die sieht zumindest danach aus, als wäre die mal eine Drogensüchtige gewesen, sagen wir so. Schön anständig. Kann ich. Wie ändere ich den Radiosender? 1, 2, 3. Ich habe keine Ahnung. Dann mache ich halt mal kurz an. Der Radiosender geht mir echt auf den Sack. Kommt jetzt die Dose, Fahrausrüstung. Nächster Radiosender Plus. Geht nicht. Nö.
Scheinbar falsch. Wieso müssen hier so viele... Was ist das für ein Geräusch? Das macht mir ja Angst. Die Sekte ist in der Howling-Höhle und fängt Wölfe, aus denen sie Judges machen. Dafür müssen sie gut ausgerüstet sein. Ich finde, wir sollten ihnen ihren Kram abnehmen. Wir. Wenn da mal einer losfahren würde. Gott, also, da höre ich mir lieber den Drecksradiosender hier an, als weiter das anzuhören. Wo ist der schnellste Weg? Hallo? Hier spricht... Der schnellste Weg ist durch den Wald, hallo? Karibu! Schmerzfreier Tod. Warte, nur einer ist gestorben? Ach verdammt, ich habe immer noch die Schrotflinte, oder? Ja, ich habe immer noch die Schrotflinte als zweite Waffe. Gerade auf der Jagd ist nichts Schlechtes, aber Vorteilspunkte halt für was denn? Oh Gott! Ist der ein Tank? Oh Gott. Ich glaube, ich laufe mal den Rest. Oh Gott, Alter, wie der herumschreit. Aber ein bisschen Speed. Übertreib doch nicht. Bei den Gesprächen wird es jetzt wahrscheinlich wieder nervig sein. Hast du gerade eine Ratte in der Hand? Eine weiße Frau hat um Hilfe gebeten. Willst du mich einfach ignorieren? Was ist das? Macht dir Spaß, was? Mit Waffen auf alte Frauen zielen. Ja. Diese elenden Dreckskerle haben mein Haus überfallen und wollten meine Peaches ermorden. Jetzt ist sie losgerannt, um Rache zu nehmen. So wie ich sie kenne, wird sie die Sekten-Hippies ordentlich durchkauen. Wahrscheinlich lungert sie auf dem Campingplatz herum. Es riecht nach Achselschweiß und Fertigfleisch, also sind diese Versager von Eden's Gate sicher nicht weit. Jetzt mach schon und finde sie und denk dran, Leckerlis mitzunehmen. Sie ist wie diese Drapmentussi vom Yachthafen. Für eine Belohnung folgt sie dir überall hin. Jetzt hol mir mein Kätzchen zurück. Komm her, Mietzi. Und Belohnungen? Was ist das? Peaches spezielle Leckerlis. Und dann nochmal 260 Meter in die Richtung. Hm. Gerade alles ein bisschen schlecht. Hat aber... Oh Gott, nein! Alles gut. Ich bin voll auf... Ich hab den Weg eingespeichert. Easy. Hier sind ein paar tote Leichen. Leichen über Leichen, was soll das? Okay. Hey Jungs, auf was schießt ihr? Hast du mich nicht gesehen? Ach
komm schon. Wo ist Peaches? Peaches. Meets. Ich habe nicht aufgepasst, wo die draufgeballert haben. Peaches. Oh, schön. Ein paar Kleinigkeiten. Peaches. Russische Peaches Leckerlis. Waffenrad aus. Echt jetzt? Wo? Das da. Peaches Leckerlis. Hey, Peaches. Oh, ich liebe Katzen. Ja. Ja. Ja, friss, das ist fein. Ich bin eine Jüka dir. Ich würde jetzt gerne streicheln. Guck mir in die Augen. Oh, süß. Also, komm mit. Hallo? Ach nee, oder? Ja, ich kann es mir vorstellen. Oh Gott, dieses Geräusch. Ich glaube, irgendwann wird es... Lauf dem Wolf hinterher, das ist schön. Das ist genau die richtige Richtung. Also ganz ehrlich, sogar der Hund hat euch platt gemacht. Jetzt sogar Boomer macht euch fertig. Also. Ich habe dein Leben gerade gerettet. Naja, zumindest habe ich dir einen qualvollen Tod erspart. Komm, Peaches. Hoppa, hoppa. Das sah echt süß aus. Jetzt lauf. Was? Lass die mich... Ach komm schon, lass die mich immer fertig machen im Zweikampf, das verstehe ich nicht. Und da kommt der Puma. Da kommt der Puma. Peaches. Du kamst, um Antworten zu finden. Möge der Vater die Wahrheit. Die Wahrheit im Jungen. Peaches, sind das nicht Pfirsiche oder so? Zumindest habe ich das so gerade im Kopf. Habe ich gerade die Leiche von dem. Habe ich gerade. Das war ein smoother Stealth Kill. War ich nicht. Peaches. Hey Mann, die ist doch nicht gefährlich. Komm rein, Peaches. Wie süß. Na, du kleine Kitty. Ja, es schmeckt. Das schmeckt dir. Das schmeckt dir. Ah. Ach, da ist ja meine Peaches. Sie beehrt uns mit ihrer Anwesenheit. Ganz ehrlich, ich habe nicht geglaubt, dass ich dich wiedersehe. Ich dachte, du wärst nicht der hellste Stern am Himmel, aber da lag ich wohl falsch. Zum Teufel! Warum behältst du die verdammte Katze nicht einfach?
Ich war froh, mich die letzten Tage nicht um ihr beharrliches Verlangen nach Futter, Wasser und Aufmerksamkeit kümmern zu müssen. In Ordnung, kannst gehen, wir sind fertig. Tischer unfreundlich. Einfach unfreundlich bist du, weißt du das? Komm her, Mietz, Mietz. Katzenfreund, yay! Komm her. Ich sehe dich suchen, aber du wirkst verloren. Auch ich suchte für viele Jahre. Ich war die Ratte im Labyrinth. Ich dachte ganz kurz, dass das wäre Peaches. Der Vater war der Erste, der mir erkennen half, dass es eine Welt jenseits des Labyrinths gibt. Eine Welt, die nichts raubt und nichts verschlingt. Es ist eine Welt, die gibt und die liebt. Ich kann mir nichts Schlimmeres die dich mit offenen Armen willkommen macht. Ich suche nicht mehr. Wir werden angegriffen. Ich bin hier, um sein Wort zu teilen. Komm, sieh die Welt jenseits des Labyrinths. Heißt das irgendwas? Nee, oder? Wahrscheinlich nicht. Wie weit sind wir denn? Das war doch gerade mal die erste Mission, als ob die mich schon irgendwie verschleppen will. Was sie hundertprozentig machen wird, wie alle anderen auch. Ja. Könnte ich ja noch kurz mal ausrüsten. Ich bin wieder zu dumm dafür. Oh ja. Erledigt einen Gegner lautlos, bleibt im hohen Gras verborgen. Das ist schön, das ist genau das, was ich brauche. Ja, ich und meine Peaches laufen im Wald herum. Wuhu! Das sieht doch, oder? Sieht nach einem Eingreifen für meinen Puma aus. Oh, hier sind ja Gegner. Tja. Schaufel, cool. Bin ich besoffen? Also machen wir weiter. Schnapp ihn, ihr Peaches. Headshot! Ist das... Sehen, wie die Kultisten bei ihrem elenden Kloster eine Frau in eine Art Kapelle gezerrt haben. Wo ist mein Bogen? Na, warte mal. Ich habe jetzt 3 Waffen, stimmt ja. Warte mal. Ich gehe mal wieder zurück. Ja, wahrscheinlich. Mir das eingebildet oder? Tja, war doch nur Einbildung. Als ob ich auch eine Frau wie eine Elfe hier rumtanzen würde. Kann nicht sein. Ich weiß nicht, ob das Ding explodiert. Der Puma hat alles alleine erledigt, oder was? Echt jetzt, das nicht mal 50 Meter? Was ist das jetzt? Ja, ich habe keine Ahnung, was diese Halluzination von mir war. Wahrscheinlich nichts Wildes, denke ich mal. Einbildung.
Alles nur Einbildung. Und ja, das war's mal wieder von Far Cry 5. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Also, peace out.